sind wir erstmal kurz nachher. Ja, muss mal kurz nochmal quatschen. Also, wie gesagt. Ist das schon an? Muss ich das noch anmachen? Nee, ist an. Okay. Immer aufpassen, was du sagst. Wenn du auf Klo ist, abmachen. Ich war gerade. Ja, ich sag bloß. Ab jetzt abmachen. Ja. Oh, verdammt. Ich halte so lange fest, wenn ich vor die Tür stehe. Immer nett und freundlich, wisst ihr ja. Und bevor wir jetzt anfangen, alle die Handys raus und dann die Links erstmal teilen auf euren Seiten, die jetzt gleich online kommen. Auf Facebook oder Instagram, scheißegal wo. Erstmal verbreiten. Oder bei WhatsApp verschicken die Links oder scheißegal. Der Text kommt gleich, ich schicke den jetzt los. Und dann erstmal verbreiten, bevor wir anfangen. Welche Link denn? Kommt gleich. Ach. Kommt gleich. Warte, Ronny, Prost! Ja, warte. Hat er schon? Ja, ich hab schon hingestellt. Warte. Also, wir waren gerade so beschäftigt. Prost. Auf Jute die Link. Auf das erste Mitternachtsshooting nach langem mal wieder. Prost. Prost, Felix. Stopp. Achso, wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Danke. Ey, kannst du dir vorstellen, wie kompliziert das ist, ey. Passwörter, Kabel und das und hier und Mann, du. Ja. Om, nom, nom. Alter, was ist denn das? Lecker. Bunne Heaven ist das. Haben wir schon mal gehabt. Lecker. Aber leicht süß, ja. Na, ist ein bisschen wie Artex so ähnlich, sag ich mal so. Kirschig. Nicht ganz, aber. Heiko, noch irgendwas? Wird schon irgendwo live? Muss sagen, wegen dem Quatschen hier. Kann ich jetzt mal verschicken? Warm machen, ja? Das kannst du jetzt machen, ja. Ich hab auf deiner Seite schon geteilt. Weil, bis das so richtig losgeht, dauert es eh noch ein paar Minuten. Sechs Bein halten. Weil ich denke mal, schlauer wäre es, wenn wir mit dir anfangen, wenn du mich jetzt warm machst. Weil das sieht mich nachher doof aus, wenn du mich zwischendurch warm machen musst. Oder? Oder du machst das bei Ronny auf dem Laufband oder so, hinten im Raum. Tagtäglich. Machst du noch ein Kondon in der Not? Und du machst einen Ton nachher aus. Ja, noch so, und hau ich das jetzt so raus, ja? Mach mal doch schon mal aus. Nett und freundlich sein, das wird schwierig. Nett und freundlich sein, das können wir nicht. Doch. Streamt, also du bist ja live. Warten Sie mal. Aber so, warte mal. Wenn das hier nicht steht, dafür bin ich gerade. Nervös. Hier sitzt er. Ja. Du, wenn du in eine breite Straße einkaufen gehst, ist es auch leise. Dann dich ja so. Na, das machst du jetzt so. Muss ich das Bild einfügen und dann den Text nochmal. Warte. Hast du hier Karten schon? Warte, geht hoch? Warte. Nee? Ich würde es aus geiler, oder? Ja. Bild? Ich hab auch hier Bild. Alle wieder Bock haben. Also wenn es nach. Drüber auf jeden Fall. Aber lieber ein bisschen kürzer machen, würde ich sagen. Genau. Hier können wir mal, wie keiner was macht. Aber für dich müssen wir nachher noch ein bisschen umbauen. Für dich müssen wir nachher noch ein bisschen umbauen. Also müssen wir so oder so mit dir anfangen. Wir können jetzt nicht noch groß umbauen, das wäre auch Blödsinn. Dann machen wir es nachher doppelt. Aber ich denke, schwarz ist jetzt besser. Dann haben wir halt mehr den Fokus auf dich und auf den Schmuck. Wenn wir jetzt noch was mit Rotes machen, dann geht der Schmuck so ein bisschen unter, sag ich mal. Weil die Farbe zu doll ist. Guck mal, wenn du jetzt von mir ein Foto machst, siehst du nur die Farbe. Wenn wir anfangen und so, dann spinnen wir ein bisschen rum. Also, du bist dein DJ aus, kannst ja eine große Stadt aussuchen. Wollen wir Amerika nehmen? Oh Gott. Oder Berlin? Oder München? Berlin. Ja? Meinst du, ich denke das? Ich komme mal. Okay. Ja? Ich guck mal. So, ich schau mal rein, was da los ist. Hallo. So. Wie sieht's aus? Ich bin Instagram bei. Wie sieht's aus? Ist das Bier hier alle? Ich hab kein Instagram dort. Nee. Wo siehst du Instagram dort? Nein, geht's jetzt alles? Die beiden. Welche Kanäle gehen jetzt?
Felix? Facebook und Twitch. Teilen. Schon bei. In den Gruppen und so. Ja, ja, ist alles drin. Habt ihr die Nachrichten, könnt ihr teilen jetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch teilen. Facebook und überall weiter verschicken, WhatsApp und sowas überall. Jetzt von WhatsApp oder was? Ja. Hm. Ich teile einfach mit dir jetzt hier. Das passt schon. Schicken wir jetzt die ganze Kontakte. Ja, genau. Das Gute ist, wir können uns hier draußen schön zurückziehen, wenn wir mal nicht werden will. So. So, Erik, ich habe jetzt. Aber. Hä? Was ich dir geschickt habe, das musst du jetzt alles teilen. Die ganze Nachricht musst du teilen. Dann geht doch gar nicht raus. Guck, habe ich gemacht. Guck mal, dann geht nur Foto raus. Ja, stimmt. Nur Foto aber raus. Telefon, ja. Der ganze ist aber schon letzte Woche, was nur Foto. Warte. Jetzt antworten sie alle und ich komme nicht mehr hinterher. Also ich weiß ja nicht mehr jetzt. Hauen die ganzen Kontakte ab hier. Warte mal. Ich schicke dir das nochmal. Jetzt hast du ohne das Bild gekriegt. Jetzt kannst du ja so weiter schicken, ist egal. Alles kopieren und dann wegschicken. Nur Ton, kein Bild, sagt Anja. Wer? Anja. Ich gucke mal bei mir. Der Bild kein Ton, aber das ist der Standard. Teilst du nochmal in den Gruppen und so? Warte jetzt so nebenbei. Alle Taste und immer noch nach und nach. Hey. Kein Bild, kein Ton ist. Standardspruch. Ja, ja. So. Hallo Luischen, guten Tag. Und dann das ist jetzt bei, ja. Du musst laut reden. Ja, das hat viel Nebengeräusche bei, ne? Das kriegen wir hin. Was denn? Sind wir schon live? Ja, schon lange. Ja. Mensch, schon lange. Kannst aber noch mal fragen, ob wir live sind. Machst du mal die Lampe da hinten ein bisschen runter? Unten? Ein bisschen runterdrücken einfach nur. Und lass mich durch. Nur ein bisschen nach unten. Ja, so. Da ging noch einer oben streit. Drück mal runter. Drück mal runter. Ja, so. Also der fängt quasi alles über uns ein. Ja. Also wir quasi. Ja.
drei Sachen oder welche? Das Leiter noch machen, ich muss die Linie ausmachen. Ja, frag dann nachher mal in der Community, was die so sagen. Aber Anja schreibt immer, ich will keinen Ton. So, wollen wir anfangen oder was? Haben wir jetzt erstmal alles? 2 Minuten. 2 Minuten noch. Also, 2 Minuten fangen wir an, wir müssen uns noch ein bisschen ordnen. Du musst mir schon sagen, wenn du da reinquatschst, jetzt kannst du da reingehen. Genau. Also in 2 Minuten fangen wir an. Wir müssen noch ein bisschen die Links verteilen, posten noch ein bisschen. Könnt ihr auch immer gerne teilen. Und dann in 2 Minuten sind wir da. Bleibt dran. Der DJ, den stelle ich dir gleich vor und dann machen wir weiter. So, haben wir jetzt alles? Mach mal den DJ an da. Aus? Ist nie aus. Nie aus. Haben wir einen Überblick, wie viele Leute das schauen? Keine Ahnung. Kannst du ja mal beobachten, bestimmt alles. So. Habt ihr jetzt geteilt? So, wollen wir oder was? Sollte ich das Licht da blitzen? Nö. Geht es bei dir aus? Ja. Was? Machst du mal an hier, Kamera? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie der Ton ist vom DJ, ob ihr mich gut hört, damit wir es ein bisschen einstellen können, bevor wir anfangen. Und ob ihr mich auch hören könnt. Genau. Genau. Mach mal DJ an da. Tucken lauter kannst du ihn machen. Tucken lauter kannst du ihn machen. Hätte ich da noch so einen Twitch-Stream heute gehabt, der hat mir ein Handy genommen und einfach Ding angemacht. Du erklär mal, warum du jetzt da drehst. Man hört gar nichts. Man hört nichts. Warum drehst du immer diesen Dinger? Da passiert überhaupt nichts. Wenn man die da hier hört, wenn man die da dreht, immer so. So. Wie weit sind wir jetzt? Wie weit sind wir? Andreas, wie weit bist du? Hast du überall geteilt? Ich hab bei mir geteilt, ja. Genau. Der Make-up-Artist, was macht der? Schläft draußen im Balkon oder was? Ja, das war. Haben wir irgendeinen Plan heute? Handy? Na, wir fangen jetzt mit zu viel erstmal an. Genau. Genau. Ein Plan? Nö. Planlos geht der Plan. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Los. Also, wir fangen an, in dem Sinne, dass wir ein bisschen dummes Zeug quatschen. Ja. Kannst du am besten. So. Komm ran. Bleib mal hier stehen, wa? Genau. Apple ist so geil. Können wir loslegen? Ja. Ja. Also, herzlich willkommen. Heute Mitternachtsshooting 2.0. Ja. Wir haben jetzt, ich glaube, 1, 2, 3 Jahre vielleicht kein Mitternachtsshooting mehr gemacht. Hat aber auch bestimmte Gründe gehabt. Meine Wohnung war einfach viel, viel zu klein. Der Erik musste mal den Ton ein bisschen runterschieben. Ein bisschen. So? Genau. Also hat bestimmte Gründe gehabt. Die Wohnung war zu klein und wir wohnen zu groß und ja, jetzt haben wir eine ganz große Wohnung. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen größer alles aufziehen. Seht ihr ja, sind hier noch Leute da, DJs da, Models sind da, Andi ist da. Ja, es gibt aber noch einen Grund, ne? Corona, da durften wir ja auch nicht. Ja, aber jetzt wir hatten schon mal zwischendurch angefangen, auch mit den beiden Models, aber da sind wir dann halt nicht live gegangen. Wir haben zwar Fotos gemacht, aber ja. Genau. So, ich würde mal sagen, wir stellen das mal das erste Model vor, wa?
Ja. Sophie? Das wird zu viel sein. Genau. Sophie? Ja. Ja, Sophie, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machen wir heute? Ein Tanzshooting mit mir. Genau, ein bisschen Tanzshooting, das heißt ein bisschen akrobatische Übung. Sophie war mal im Karneval. Bin immer noch. Aber ja. Ich meinte Landesmeisterin oder Zweite, weiß ich nicht mehr. Ja, ich war zweimal Landesmeisterin. Genau, die war zweimal Landesmeisterin von Sachsen-Anhalt. Wie sagt man dazu? Karnevalistischen Tanzsport. Genau, habt ihr gehört? Karnevalistischen Tanzsport. Ja, also sie ist sehr, sehr gelenkig und in Ständer eigentlich auch ziemlich bekannt. Ja, ansonsten, wenn du was erzählen willst über dich, kannst du das noch? Die weite Welt sieht das. Wir sehen ganz viele Leute. Du hast gesagt, ich bin bekannt, also brauche ich ja nicht viel erzählen. Genau. Der Andreas wird anfangen. Wir machen erstmal ein paar Warm-up-Fotos. Und dann würde ich erstmal kurz noch Nifla vorstellen. Komm mal ran, ja. Genau. Genau. Hallo. Da. Genau. Hallo. Nifla, wo kommst du her? Na, ich komme aus Sri Lanka, aber bin schon seit 17 Jahren schon in Ständer. Genau. Auch in 18, oder? Jetzt ist er 18. 17 Jahre in Ständer, jetzt bist du 18 Jahre, genau. Genau. Immer jung geblieben. Ja, ja, immer. Genau. Ansonsten, möchtest du was erzählen über dich? Was die weite Welt wissen dürfte, müsste? Naja, ich bin jetzt das erste Mal vor dem Kamera richtig. Genau, also das erste Mal ist hobbymäßig, macht so ein bisschen was, modelmäßig und so. Jo, sonst ansonsten haben wir so gemacht, aber sind wir nicht live gegangen. Genau, letztes Mal konnten wir nicht live gehen. Genau. Heute gehen wir live, wir sind live. Genau. Richtig. Gut, du bist der zweite Part heute. Erstmal genau. Sophie fängt an. Genau. Und dann machen wir so ein bisschen Warm-up und dann. Genau. Aber ihr geht nochmal zur Seite. Da hat gerade geklingelt und zwar der Felix. Komm mal her. Der Felix, ja. Unser alter Kumpel. Da ist er, extra aus Berlin ist er angereist. Genau, extra aus Berlin mit dem ICE. 16:30 war er hier gewesen. Ja. Unser Make-up-Artist war sehr knapp gewesen heute wieder. Ja, enge Kiste. Und ja, wie gesagt, aus Berlin, der betreut die Mädels, er kümmert sich um die Mädels und er macht die Mädels hübsch, das kann er sehr gut. Super, top Mann. Genau, gut. Und er wohnt jetzt fast unter mir. Schräg unter mir. Gut, denn damit auch immer nette Hilfe hast. Genau. Felix kümmert sich um die Mädels. Machen wir noch mal ein bisschen hübsch da hinten. Gut, DJ. Komm mal her. Auch weil ich kaputt war. Blablabla. Besser ist das. Genau. Also, das ist DJ Mira. Magst du deinen richtigen Namen auch sagen oder lieber nicht? Erik. Genau, Erik. DJ Mira, also der Erik. Auch live angereist heute aus Frankfurt, ja. Wir haben alle Kosten heute wieder schön Geld rausgefeuert, ja. Richtig. Extra aus Frankfurt, auch mit dem ICE, 17.20 Uhr war er da. Ja, genau. Erik, was spielst du heute? Ah, schön, die besten Tracks von früher, 2099 bis 2005. Alles, was so cool ist, damals gab im Club. Von Silver bis Megara, alles, was geil ist. Genau, genau. Also immer schön hinhören, ja, Erik. Ihr könnt auch theoretisch mal was in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht. Und wenn es vielleicht gerade passt, wird es der Erik vielleicht mit einarbeiten. Gut, die ganze Technik macht heute der Heiko, ja, von Blix Mac Media Group. Ich weiß nicht, ob du herkommen willst, aber ich denke mal eher nicht. Ja, Heiko ist auch ziemlich beschäftigt, Passwörter und sehr viele Links zusammenstellen. Das war eine ziemliche Arbeit, genau. Also Heiko lenkt die Bilder. Passt auf die Kommentare auf, also wenn er Blödsinn schreibt, seid da sofort raus. Wird er geblockt, da haben wir jetzt keine Angst vor. Das machen wir auch. Das kriegen wir hin, ja. Ich muss noch eins schnell sagen, und zwar, ich fotografiere mal mit einem anderen Kamerasystem. Wenn es mal länger dauert, Entschuldigung, ne? Ich muss da ein bisschen kicken und so. Genau. Also, aber das kriegen wir alles hin, das wird. Was? Später. Genau, also wir machen heute mit Sony. Wir schießen auch gleich in den Rechner, dass ihr die Bilder gleich sehen könnt. Natürlich sind sie noch nicht bearbeitet, die kommen nicht so raus, wie sie am Ende sind. Aber das Grundprinzip ist näher verstanden oder ihr seht das mit der Lichtsetzung und dann schauen wir mal. Gut, also Andi fängt an, Sophie kommt und ich mache erstmal da vorne den Bildschirm noch ein bisschen. Und der DJ haut voll einen rein jetzt so. Heiko, wie sagst du, dass es dunkel werden wird, dass man das Licht anmachen soll, ne? Bist du Chef? Schönen guten Tag. Geht's jetzt gleich los? Ja. Gut. Sophie, geh mal einen Schritt zurück, bitte. Genau. Für dich ist quasi wichtig, dass du immer zwischen dieser Lichtzange stehst.
Du darfst sozusagen nicht vor, aber auch nicht zurück. Das kontrollieren wir nebenbei so ein bisschen nochmal fotografieren, dann wenn ich jetzt sehe, dass du zu weit vorne stehst, dann sage ich schon mal zu dir, geh mal einen Schritt zurück. Damit meine ich aber nicht so einen Schritt, sondern halt wirklich nur so einen ganz kleinen Schritt. Ne? Also alle Bewegungen sind wirklich nur minimal. Wenn du nicht ganz mittig stehst, werde ich dir sagen, geh mal ein bisschen so rüber oder ein bisschen so rüber. Das ist das Gleiche. Nee, du hast die Kommentare. Und hier so. Das ist die Kommentare. Das ist ja zu viel. Okay? Ja, du überwachst die Kommentare. Das ist ein bisschen. Du zeigst mir erstmal noch mal ganz kurz die Pose vor, die du machen willst. Mit Untertitel. Genau. Keine Ahnung, wieso das da drin ist, aber. Ja, und du guckst mir niemals in die Schaut Kamera. Schaut den Andreas erstmal zu und wir gucken dann weiter. Sehr schön. Zack, zack, zack. Sophie, geh mal ein bisschen so rüber. Stopp. Geh mal in die Pose, dass ich mal kurz sehe. Nee, hoch ist besser, genau. Aber du musst trotzdem noch einen ganz kleinen Tick so rübergehen, würde ich sagen. Nach da? Nach da, genau. Reicht. Gut. Felix, Achtung, ich muss hier mal durch. Geh mal aus der Pose raus. Genau. Wenn ich die Kamera hochnehme, dann gehst du erst in die Pose. Okay. Und du darfst. Genau, sehr schön. Perfekt. Geh mal wieder raus aus der Pose. Entspann dich mal. Geh mal noch ein kleines bisschen rüber. Perfekt, genau. Und bei drei geht's los. Stopp, noch nicht. Hände runter, genau. Immer ganz entspannt. Und 3, 2, 1, los geht's. Los geht's. Genau, sehr schön. Läuft spannender. Mensch, das läuft ja schon schön. Stopp, eine Sache müssen wir noch mal erinnern. Geh mal rechts rüber. Du müsst dich so ein bisschen so drehen. Komm mal kurz mal mit zu mir. Dass wir nicht deinen Armschatten über das Gesicht haben. Das heißt, du musst dich so ein bisschen drehen. Du müsstest. Der kommt von dir. Das heißt, es ist immer. Also, Andreas meint hier das heißt, den Schatten im Gesicht. Wegdrehen, ja. Dass du den Blitz siehst. Der darf natürlich da nicht sein. Genau. Warte mal, Andi. Ich erkläre noch mal ganz kurz. Also, Andreas meinte gerade, der Arm hier, wie ihr seht, vielleicht seht ihr das. Ja. Der liegt genau, oder der Schatten liegt genau auf dem Gesicht. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich switche noch mal ganz kurz zurück. Irgendwo, vielleicht ist er gerade richtig. Hier, seht ihr, hier, so geht's schon. Ja, so haut die Pose schon ganz gut hin. Nochmal ein Stück zurück. Ja, das Bild ist schon richtig cool. Gut, Andreas findet jetzt quasi den optimalen Punkt, wo die Lichtsetzung hin muss und dann probiert er jetzt weiter. Quasi ist jetzt einfach ein Probieren erstmal. Andreas, ja, wir haben die Andreas kann die Ton übernehmen. Genau. Geh mal bitte wieder ein kleines bisschen rüber. Perfekt, genau. Und wenn du jetzt in die Pose gehst, dann schaust du einfach, wenn der Arm oben ist, ob du den Blitz siehst. Siehst du den Blitz komplett, bist du beleuchtet. Siehst du nicht, dann ist doof. Dann müssen wir uns noch ein bisschen drehen. Okay? Ja. Bereit? Ja. Oh, warte, ich war zu schnell. Oh. Andreas war wieder zu schnell. Und 3, 2, 1, los geht's. Was ist der Ton vom DJ? Da ist der Mikrofon. Ich dreh dich mal ein bisschen mehr zum Blitz. Genau, schreib mal bitte in die Kommentare. Ja. Andreas, mal kurz den Mund halten. Schreibt mal kurz in die Kommentare, ob der Ton vom DJ passt oder ob ihr den lauter haben wollt. Ja, einfach mal reinschreiben. Und nicht vergessen, den Livestream immer mal schön teilen. Andreas, kannst den Ton wieder übernehmen. Okay, ich muss es mal kurz mal in groß sehen. Genau, perfekt. Sophie, schau dir das auch noch mal kurz an, dass du ungefähr siehst, wie das sein muss. So funktioniert es. Das Bild davor, da war der Arm noch ein bisschen zu weit. Mhm. Genau. Wir kommen immer näher zum perfekten Bild. Genau. Das dauert immer so 2-3 Minuten. Das ist vollkommen normal. Ja, kann auch 4-5 Minuten dauern. Bist du bereit? Ja. Und los geht's. Genau, perfekt. Kommentare, Heiko? Warte, geht gleich weiter und los geht's. Geh mal wieder aus der Pose raus. Bereit und jetzt. Genau, perfekt. Geh mal wieder aus der Pose raus. Zu leise. Einmal machen wir noch. Einmal Erik, machen wir mach mal noch. Einen Tucken lauter. Kleines Tucken lauter. Kleinen Tucken lauter, bitte. Ja, so passt schon. Sophie, einen machen wir noch. Bereit?
Ah, warte, ich muss noch kurz umstellen. Und jetzt. Genau. Sehr schön. Gehen wir mal aus dem Puzzle raus und wieder rein. Gut. Das ist aber nicht der Armstand, das ist quasi nur so eine Art Rembrandtlicht. Bisschen mehr. Könnten wir lösen, aber macht nicht wirklich Sinn, weil ich will diesen harten Kontrast haben. Das heißt, wir wollen nur Schatten im Bild, aber eben nicht jetzt so einen Arm, der komplett durchgeht. Das wäre doof. So passt das schon. Aber das machen wir noch einmal. Ich habe den Finger so ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, ich gehe noch einen kleinen Schritt zurück. Und los geht's, genau. Schau jetzt mal bitte zu mir. Kopf gerade, genau. Sehr schön. Gut. So, unser Make-up-Artist kommt gerade noch mal. Sophie noch mal ein bisschen, abpudern. Ja. Sehr schön. Alle Bild an. Moment, halt. Haarspray noch mal ein bisschen. Haarspray. Er holt gerade Haarspray noch mal ein bisschen ansetzen. Ja. So, super. Ja, Felix, du machst das super. Perfekt. Wollen wir mal noch ein Bild machen? Gehe ich da schnell hin? Ich will jetzt nur sozusagen so ab Brust mit Gesicht, aber die Arme so ein bisschen übers Gesicht. Wir müssen nicht quasi nur so ein bisschen zum Licht drehen. Oder wir machen. Wir machen das mal an. Das war eben, der zweite war gut, machen wir nochmal. Genau. Jetzt hole ich aber mal ein Licht mit nach vorne. Jetzt wollte ich das ein kleines bisschen aufhellen können. Und ich muss noch kurz den Akku holen, gleich zurück. Welches hängt jetzt? Ich glaube, ich alle Browserfenster zu gehabt. Da brauchst du nicht mehr. Ronny, ich brauch dich mal. Ja, ich bin hier. Wo ist denn der Akku für den Jinbei Blitz? In der Ecke. So, den Jinbei Blitz. Dass wir so ein kleines bisschen von vorne aufhören können. Wow. Ja, das reicht. Machst du selber. Jo. Läuft wieder? Auf Dings halt auf Twitch. Läuft kein Live, aber klar. Darf ich mir reden? Ich gehe mal kurz am Rad. Das wird schon jetzt nur mal ein Testbild sein. Der Blitz wird bestimmt noch zu hell sein. Aber ich wollte mal so ein Vergleichsbild. Brauchst nicht posen, nein. Ist nur einfach nicht so ganz schön gucken, dass wir sehen, dass das Bild ist nicht ihr wollt. Ja, viel zu hell. Das testen wir mal so. Immer noch viel zu viel. Twitch. Oh, das passt. Der Twitch. Komm mal bitte einen Schritt zu mir, einen kleinen.
Stopp, genau. Noch ein Schritt zu mir. Okay. Jetzt wollte er nicht, auch gut. Was ist also, eins. Läuft doch. Na, welche vorne? Die kommen nicht. Scheißegal, sein Hakenkreuz. Ausrufezeichen, Fahrzeichen, Bindestrich. Das sind da die Making-of-Bilder, nur die brauchen wir nicht. Ja, ist doch egal. Die nehme ich nicht. Ja, geht. Was kommt hier oben? Ich glaube, so ein kleines bisschen mehr brauchen wir noch. Jeder wird mal alt. So ganz reicht es noch nicht. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Schau mal jetzt bitte gerade zu mir. Per Handy. Das ist total kacke. Ja, aber schaut einen zu starken Schatten, das geht nicht. Brauchst du gar nicht. Aber Helligkeit passt jetzt. Gut, Felix, geh mal bitte noch schon zurück. Ich brauche ein kleines bisschen Platz. So, für die Pose ist klar. Wo siehst du das jetzt hier? Was? Genau. Wo es läuft? So, ja, andersrum würde ich sagen. Das sieht eleganter aus, genau. Und der obere Arm guckt in diese Richtung. Die genau. Seite, die wir geh wieder aus der Pose raus. Wir haben heute eine Webseite gebaut, extra. Wo soll ich hinkommen? Bitte zu mir, wenn es geht. Bereit? Ja, die ist auf Twitch. Warte, ich noch nicht. Jetzt und 3, 2, 1, los geht's. Genau, perfekt. Geh nochmal raus aus der Pose. Und einen machen wir noch. 3, 2, 1, los geht's. Schau mal nicht zu mir, schau mal weg. Genau. Okay, schau bitte nicht ganz zu blitz, ruhig so ein bisschen vorbei. Bereit? Und 3, 2, 1, los geht's. Sehr schön. Kommentieren. Gut. Wie kann man kommentieren? Das haben wir erstmal, würde ich sagen. Und einfach unter auf den Dienst, ja? So, mir ist jetzt zu warm. Uiuiui, das ist ein schönes Bild. Das glaube ich. Ja, ich glaube, wir brauchen mal so ein bisschen mehr Power hier für uns. Andi, übernehmen wir den Ton kurz. Andreas? Ja? Den Ton übernehmen wir kurz. So, hier seht ihr mal ein paar Bilder. Genau, also das ist jetzt die normale Grundeinstellung, die drin ist. Aus dem Bild kann man schon ganz coole Fotos machen. So, man könnte theoretisch also ja, ein Schwarz-Weiß-Foto draus machen. Ja, das wird schon gehen, denke ich. Gar nicht mal so cool aus. Also bei euch auf dem Bildschirm überblendet das natürlich ein bisschen. Ja, da dürft ihr jetzt nicht so viel vollnehmen, weil die Kamera filmt den Bildschirm ab. Also ist kein Screen aus dem Bildschirm raus, sondern wir filmen den Bildschirm ab. Ja, so sieht da ein bisschen was. Ja, haben wir noch mehr? Ja, bisschen anders hier. Ah, ist schön. Auch was abhaben. Passt schon. Ist nicht viel anmischen. Die Lichter ein bisschen runternehmen, ja, seht ihr schon. Tiefen würde ich auch nach unten drehen, nicht nach oben, sondern nach unten. Den Weißton, bisschen nach oben. Ansonsten Kontrast können wir ein bisschen reinhauen. Warte. Helligkeit ein bisschen höher wieder. Ansonsten ist das schon ein perfektes Foto. Gut, Heiko, kannst du wieder umschalten. Das ist schon ein cooles Foto jetzt.
gewesen. Das fetzt schon. Ich denke auch, ja. Genau, genau. Das kann man machen, sehr schön. Genau. Gut, kannst du den Turm wieder übernehmen. Genau, und man sieht quasi jetzt an dem Bild wieder richtig schön, dass man zum Bild hinarbeiten muss. Das halt nicht der erste Effekt ist, sondern dass man das aufbaut mit der Zeit. Sehr schön. Sophie, ja. Was ist deine nächste Pose, die du dir überlegt hast? Direkte Brücke dann jetzt, ja? Weil dafür müsste ich ein bisschen was umbauen. Ja, schön über Tastatur. So, jetzt ist gerade Leerlauf. Wir schalten nochmal unseren DJ ein. Ich gehe nochmal hin zu ihm. Ach, Quatsch. Genau. Hey, Andreas macht gerade Pause. Der richtet das Licht noch ein bisschen ein. Ich gehe nochmal zum DJ. Gehe ein bisschen auf den Sack. Jawohl. Ja, DJ Mira aus Frankfurt. Wenn er ihn mal buchen möchte, darf man dich buchen oder machst du das nicht mehr? Ja. Hin und wieder noch schon mal. Genau. Für gute Freunde. Genau. Also hin und wieder für gute Freunde kann man DJ Mira buchen. Ja, er kommt extra aus Frankfurt mit dem ICE angereist und dann denke ich mal, klappt das schon. Ja, wenn er den Kontakt nicht findet irgendwo, dann schreibt mich einfach an und dann kriegen wir das schon hin. Ich werde gleich für die Brücke, denke ich mal, mich dort auf den Boden setzen. Okay, du musst mir dann mal ein bisschen sagen, weil ich mache an der Brücke dann so, ja, ob man zu viel sieht oder so, ja. Das tun wir uns am besten am Monitor, würde ich sagen. Ja. Weil ich glaube, da hast du ein bisschen mehr Ahnung von. Weil du machst es ja dann doch ein bisschen professioneller. Ja. Genau. Wärst du bereit? Warte mal. Licht? Das ist aber jetzt erstmal nur ein Testbild. Ich muss gucken, ob das Licht passt. Aber du musst trotzdem eine Brücke machen. Okay? Na, mein Gesicht siehst du dabei. Bitte? Mein Gesicht siehst du dabei. Nee, das ist klar, weil du guckst da zu dem Blitz. Nee, alles gut. Das ist vollkommen klar. So, du darfst. Wir gucken mal, ob das reicht. Ja. Ich komme noch ein bisschen näher ran. Kannst du noch? Hier seht ihr, was die Landesmeisterin kann. Zwei, ja, also sehr, sehr gelenkig. Genau, sehr schön. Der Lars hat mir gerade geschrieben, aus Frankfurt. Gut. Ja. Also Lars denkt bestimmt gerade, da könnte man ein bisschen Honig rüber machen. Ja, super cooles Foto. Ich muss mal gucken, dass ich mal umschalte. Ja, hier seht ihr, cooles Foto. Also ich glaube, du müsstest quasi... Aber wie gesagt, ihr seht das immer ein bisschen anders, wie auf dem kalibrierten Monitor. Dass du einen Schritt vorgehst und dann wieder reingehst. Das ist ja ziemlich hell abgefilmt. Das Gesicht ist jetzt ein bisschen heller als die Beine. Ah nee, stell mal einfach mal das Striplight ein bisschen um. Das vorne nicht ganz so viel. Na, wir machen das mit der Bewegung jetzt. Wir fangen quasi weiter links an. Genau. Am besten, du sagst mir dann, wenn ich unten bin, noch weiter rechts. Kannst du dann dich noch ein bisschen bewegen? Ja, ja. Okay. Muss mir dann sagen, ob da ist links. Richtung Füße oder Richtung Hände. Okay, dann machen wir Fuß oder Hand. Richtung Fußhand. Okay, das passt. Weil ich glaube, wenn du so in der Pose bist, deswegen links, rechts, wo soll ich jetzt hin? Ja, ist vollkommen klar. Okay, neuer Versuch. Wir können jetzt direkt starten. Okay. Füße, kleines bisschen. Stopp, reicht. Alles gut. Mann, die sind ja genauso leckig wie ich. Und 3, 2, 1. Warte, ich muss und DJ Mira. Jetzt, genau, perfekt. Na, Nifla, kannst du das auch? Ja. Halt das schön. Und Bein auch noch hoch. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das schauen wir uns erstmal an, oder? Ja. Weil ich denke, das ist schon... Ah, sieht schon ganz cool aus. Ja. Alter Schwede, wo ist denn der Kopf? Die Haare sieht man. Ich würde sagen, das haben wir, oder? Das Bild, das sieht ja aus. Sieht schon ganz cool oder ist aus. Jetzt irgendwas, wo du sagst, das müsste anders sein? Haare da unten? Das musst du wissen. Ich weiß ja nicht, wie das aussehen soll am Ende mit den Haaren. Ich weiß nicht, ob das so komisch aussieht, wenn da unten die Haare noch so rausgucken. Unten. Ja. Was ja. Willst du? Also das quasi die Haare hier unten stören im Moment noch ein bisschen. Ja, dann klemmen wir die weg. Wie wegklemmen?
Photoshop oder? Nein, das machen wir jetzt noch schnell. Ach so, ja, die klemmen wir. Ja, wir machen noch drei Bilder, keine Angst. Der Make-up-Artist aus Berlin ist im Anmarsch. Der Make-up-Artist aus Berlin ist im Anmarsch. Jetzt wollte ich mich gerade mal kurz abkühlen. Die Haare nochmal abklemmen. Und darf nicht. Nochmal ein bisschen lüften und wedeln. Jetzt kommt der Make-up-Artist extra mal. Ja, extra aus Berlin. Mit einem ICE, muss man ja sagen, ja. 16:30 war er da. Er hat doch wieder ein Equipment mitgebracht heute. Wie viel schauen denn jetzt zu? 40. Also ja. Jetzt auf dem Kanal. Ja. Insgesamt Überblick haben wir eh nicht. Gut, ich habe mal richtig Bock, die Leute zu grüßen. Christian Lemke, Nordrhein-Westfalen. Ja, früher mein bester Kumpel gewesen. Torwart, Tusch Schwarzwald, Bismarck. Genau, wen haben wir hier noch? Schreibt mal ein bisschen was rein in die Kommentare. Bild hängt, ja gut, hängt nicht, aber ab und zu mal kann eure Leitung liegen, meine Leitung. Wie gesagt, wir haben 4 Kameras oder 5 Kameras am Start. Das Eis ist ja einfach, sowas zu machen. Genau, aus Frankfurt, da lacht wieder einer. Gut, meine Mutti jetzt endlich gefunden, genau, alles klar. Nicole schreibt, viel Spaß. Da. Was haben wir hier noch? So, Frank schreibt, moin Ronny, moin, ja Frank. Wir haben heute Nacht schon ziemlich viel Feuer erlöscht. Ja, gestern Abend Türöffnung, ich glaube 23 Uhr. 3 Stunden geschlafen, Großbrand gehabt. 8 Uhr nochmal nachalarmiert, Großbrand löschen. So, die Haare sind schick? Folgt 19.15 Uhr nochmal Verkehrsunfall und so weiter. Ja, genau. Können wir auch direkt so machen, ja. Garding. Finze. Ronny, das Bild ist geil. Eine Kirsche auf der Bier. Ja, das war noch selten. Da waren wir am Holzmarkt gewesen. Ja. Dann haben wir mal Kirschbier vor da getrunken. Das mache ich das quasi immer so. Egal, wenn ich fotografiere. Draußen, liebe Grüße in der Garding. Dass die Leute immer in Bewegung sind. Smiley, ja, Frankie. Wenn ich was finde, wo ich sage, das passt, müssen sie trotzdem aus dem Fuß wieder rausgehen und müssen erst dann wieder sozusagen in die Pose reingehen. Aber ich glaube, ich komme heute nicht mehr. Genau. Also vielleicht ab um 3 oder so nachts. Du siehst es ja, wenn es blitzt. Wenn es zweimal blitzt, gehst du aus der Pose wieder raus. Und dann passt das. Ja, der Techniker geht jetzt nach Hause und geht Gassi mit dem Hund. Wann kommst du denn wieder? Halbe Stunde. Ja, wenn eine halbe Stunde sagt, kommt er morgen wieder. Was soll ich machen hier? Du musst den herschmeißen. Wollen wir? Und ich sag wieder Füße oder eben nicht Füße, ne? Das ist fünf. Ja, dann kannst du hier auch machen. Ja. Ja, kriegt er schon hin. Heiko geht jetzt Gassi, ist ja auch nicht wichtig jetzt. Wir machen nur einen Livestream. So, jetzt automatisch läuft. Genau. Es läuft das ganze System. Wenn nicht, habt ihr Pech. Du kannst. Genau, dann haben wir Pech. Oh, guck mal nochmal. Schön. Genau, sehr schön. Gut, der. Und nochmal. Genau. Und nochmal. Gut, der Make-up-Artist überwacht die Mädels nochmal. Sehr gut. Ich denke, 3 reichen. Haben wir jetzt ein paar Fotos drin? Wir haben jetzt nur mal 3 gemacht. Oh, die Walze. Aber mit Bein hoch. Mit Bein hoch und Pony nach oben. Also, genau, sehr genau. Schön. Müssen wir nur einen kleinen Verlauf für das Bein machen, dass es ein bisschen heller wird und dann ist es perfekt. Heller. Na, durch das Striplight haben wir nach oben so ein bisschen Lichtverlust, ne? Ja, genau. Ist aber normal. Sehr schön. Genau. Wollen wir mal wechseln jetzt? Willst du fotografieren? Ach so. Ja, genau. Bist du bereit? Genau, wir haben schon 46 Minuten durch. Echt? Und wir wollten nur eine Stunde. Also, mir ist schon warm. Genau. Gut. Genau, ihr macht nochmal das letzte Foto, genau. Können wir machen. Dann machen wir noch schnell. Ratzfatz. Gut, ich kriege unheimlich viele WhatsApp-Nachrichten. Das ist Wahnsinn. Ratzfatz, ja? Also, was würdest du jetzt noch machen? 2.0 hat unheimlich eingeschlagen. Also super. Spagat. Immer ne? Schön teilen auf Facebook und Twitch und Instagram, wo auch immer. Da kann ich schon sagen, kannst du direkt ein bisschen weiter so rübergehen. Stopp. Gehen wir in Pose? Der Make-up-Artist bereitet gerade die Niefler vor. Niefler kommt gleich zum ihr. Genau, Auftritt. Perfekt. Machen wir 3 Versuche, würde ich sagen. Ne? Ich muss erst mal gucken, ob ich alles raufbekomme. Ich gehe mal raus. Okay, das sollte aber klappen. Bist du bereit? Ja. Ich kann los.
Genau, sehr schön. Warte, noch nicht? Jetzt! So, wie ihr seht, sehr gelenkig. Spann ich nochmal, genau. Wir nehmen mal ein paar Fotos. Oh, 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 oh. Alter Schwede, schönes Foto. Ist anstrengend oder geht? Das glaube ich. Wie gesagt, wir füllen ja nur den Monitor ab, ja. Auf dem normalen, jetzt haben wir oben die Finger ein bisschen weg. Screen sieht das noch ziemlich anders aus. Also wesentlich besser. Müssen wir nochmal machen, glaube ich. Ich will noch einen kleinen Schritt zurück. Ja, aber der Balkon ist auch irgendwann Ende, ja. Also der Andreas, der fotografiert auf dem Balkon ziemlich am Ende, durch die Tür durch, ins Studio rein. Also ist ziemlich cool. Kriegst nicht rauf. Doch, das klappt gerade so. Feuerfrei, los. Wir testen das mal. Jetzt kommt ein Spagat, also alle Augen auf. Ja. Ich geh mal so weit raus wie möglich, warte also noch nicht. Der Make-up-Artist hat gerade gesagt, er kann das auch. Das war schon ein paar Tage. DJ Mira lacht. Es war schon ein paar Tage her, aber. Warte mal, ich muss umschalten hier. Warte mal, welche Kamera nehmen wir denn hier? Ja, passt gerade so. Ziemlich dunkel, aber. Kann losgehen. Kann losgehen. Genau, sehr schön. Perfekt, schau mal zu mir bitte. Geh mal normal in die Pose, aber zu mir schauen. Okay? Und los geht's. Schau mal so ein bisschen hoch. Genau. Perfekt. Entspann dich nochmal. Reicht? Oder hast du eine Idee? Gut. Weil ich denke, das war schon ganz cool. So, wir blenden mal ein Foto ein. Auf dem kleinen Display schon nicht verkehrt aus. Genau, super cool. Außer der vorne der C fehlt. Nee, halt, auf dem Screen ist es drauf. Also ist jetzt nur eine Kameraeinstellung. Wenn ich ein bisschen nach rechts drehe, ist es drauf. Warte mal. Genau, da ist es drauf. Genau. Achso, ist der falsche Maus. So viel Mäuse hier. Also auf dem Schreibtisch. Ich krieg jetzt mal kurz einen Schluck, ja? Genau, also wir müssen mal ganz kurz, wir blenden mal den DJ ein. Ich hab die Maus. So. Wir müssen mal kurz ein Kaltgetränk holen. Genau. Erik, gib mal ein bisschen. Genau, DJ Mira. Früher Miami aktiv. Aufgeregt. Natürlich immer aus Frankfurt angereist, ja. Mega cooler DJ. Ja, genau so in die Richtung. Genau. Also, du kannst quasi, wenn der Blitz kommt, gehst du am besten immer in eine andere kleine Pose, dass du so eine minimale Veränderung machst. Das wäre nicht verkehrt. Das haben wir nachher. Achso, Kommentare muss ich auch noch lesen hier. Du musst nur mich ausblenden. So, Christian fragen. Schreibt, geile Bude. Ja, Christian. Also ich sag das schon, wenn du zu mir kommst. Also die Bude habe ich, oder die Wohnung habe ich vorher, also ich glaube zweieinhalb Jahre vorher reservieren lassen. Ich habe nur den Grundriss gesehen. Wenn ich gerade sehe, das passt, dann fand ich mega geil. Schau mal kurz zu mir. Und aber heute immer noch mega geil. Gut, Jennifer aus Schönhausen, liebe Grüße. So, der Thorsten schreibt, wir wollen jetzt mal geile Zeiten. Ja, Gardeling waren wirklich schon geile Zeiten. Marco Lindner, zu mir schauen. Gardeling, Klötze. Der macht jetzt ich glaube, Marco wohnt jetzt in Klötze. Waren auch mega geile Zeiten, Feuerwehr, Gardeling. Wir haben mega viel durchgemacht und war schon richtig cool. Oh, mir ist warm. So. Haut mal ein paar Musikwünsche rein, dann geht mal zu DJ Mira und fragen, ob er das spielen könnte. Ja, aber ich denke mal, genau. Andreas, was sagst du? Läuft? So. Ja, warte mal, Rücken läuft. Ja. Läuft, Rücken läuft. Was anderes. Der Rücken läuft. Ja, es ist trotzdem noch ein bisschen warm hier. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur 20 Grad haben. Es sind noch, ich glaube, 27 hier drin. Mit und leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit. Und der Techniker ist abgehauen. Der geht jetzt Gassi. Ja, muss auch sein. Der Hund muss raus. Genau. Ja, logisch. Genau. Deswegen auch nicht mehr Katze. Aber Ronny macht das hier, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Du musst doch nie nur auf da klicken und dann kommt quasi das Bild und so. So, super. Ich glaube, wir müssen jetzt mal anfangen. Wir wollten nur eine Stunde machen. Jetzt haben wir schon 49 Minuten und wir haben gerade mal einen. Ja, wir hängen ein bisschen dran. Also der DJ hat gesagt, der bleibt, macht noch After Hour, den können wir einblenden und der hat hier noch CDs bei. Wann fährst du zurück, Erik? Sonntag mit ICE? Sonntagvormittag. Sonntagvormittag fährt er mit ICE wieder zurück. Versuch mal was. 2-3 Minuten brauche ich noch. Der Make-up-Artist, wann musst du abhauen? 9 Uhr.
12. Mann, morgen früh, oder? Stell dich mal mit dich hin. Ja. Sind die Kabel lang genug? Frühschicht. Ach, die Scheiße. Gut. Der Andreas richtet jetzt noch mal das Streiflicht ein. Oder Andreas? Ton ist frei? Nee, noch nicht ganz. Ich mach das anders, glaube ich. Wir machen die hier erstmal aus. Nee, stehen recht aus. Entschuldigung. So, der Andreas holt jetzt noch ein Porti raus. Ich versuche mal das einzublenden. Die Kamera besser? Nee, ist auch nicht besser. Also rechts. Warte mal. Also wir haben hinten zwei Streiflichter. Ja, ich wollte es aber gerade ein bisschen um. Ich mache was anderes jetzt. Ja, erklär mal ein bisschen. Ich muss mich erstmal ausprobieren, weil ich bin gerade mit der Technik gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß. Genau, also wir haben ja. Muss jetzt ein bisschen improvisieren. Genau, Andreas improvisiert. Also wenn man das perfekte Foto möchte, muss man sehr, sehr viel ausprobieren. Man hat extrem viel Ausschuss und quasi am Ende kommt ein geiles Foto raus und das nimmt man dann halt auf. So machen wir das zumindest. Genau, vorne als Hauptlicht, ein hartes Licht, haben wir ein Porti am Start. Wir machen jetzt nur ein Hauptlicht, ohne jetzt Streiflicht. Ich will quasi, da musst du aber den Ja, ich hab den weggedreht, weil ich brauche den Blitz gerade zum Auslösen von dem eigentlichen Hauptlicht. Ach so, also Blitz an mir. Deswegen ist das gerade mein technisches Problem, was ich habe. Genau. Aber das kriegen wir ja löst, wir improvisieren. Genau, wir improvisieren. Das können wir ja. So, das ist nur ein Probebild. Am Start. Aus Sri Lanka. Extra angereist? Nee. Ja, doch. Ja, doch. Mit Flugzeug, ja. Warst du in Quarantäne auch, ja? 14 Tage. Damit macht man keine Späße. Nein, stimmt. Ist ja vorbei. Ja. Quarantäne ist nicht gut. Drei Wochen. 23.12. Nie wieder vergessen. Dreieinhalb Wochen. Ich kenne ihn über 5 Wochen drin. So, ich muss mal umblenden hier. Nee, da ist doch kein Foto. War ein Schwarzfoto. Ja, ich muss gerade testen, ob das klappt. Andreas, wir haben ja kein... Jetzt. Niklas steht quasi im Dunkeln jetzt, weil es immer dunkler wird. Aber gut, können wir das nicht ändern? Doch, können wir ändern. Dauerlicht. Dauerlicht, jawohl. Wir schalten mal um. So, der Andreas hätte... Na, siehst du wohl, genau. Also Andreas hat das normale Dauerlicht angeschaltet. Für dich ist jetzt wichtig, dadurch, dass ich nur so eine kleine Lichtquelle habe, musst du quasi immer hier reinschauen. Da musst du so ein bisschen reinschauen. Wenn dir das zu hell ist, musst du aber Bescheid geben. Oder wir machen das so... Mit den Augen nicht, aber der Kopf sollte schon hier hinreichen, also hin zeigen. Ne? Kann sein, dass ich nachher mal so mache, dass ich das Ding hier rübernehme, dass wir das relativ eng haben. Problem dabei ist, ich habe sofort einen Schatten hinter dir und das will ich eigentlich vermeiden. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, das glaube ich dir. Wir testen mal. Jetzt nur zum Einstellen. Oh, der Krankenwagen fährt wieder. So. Das ist der Zappeduster. Bist du direkt von Treibitzen oder ziemlich weiter von oben? Erzähl mir was dazu, Andi. Ich muss erstmal noch testen, ich kann noch gar nicht so viel sagen. Noch testen jetzt muss. Klappt es. Sehr gut. So, wir schauen mal ein Testfoto an. Noch ist keins angekommen. Jetzt kommt das erste. Aber auf jeden Fall musst du. Wir machen mal das noch ein bisschen anders. Jetzt nicht vom Aufbau her, sondern nur, damit das Model nicht geblendet wird. So, dann werde ich mal die Kommentare noch mal lesen hier. So, mal ein bisschen scrollen, scrollen, scrollen. So, Matthias, gib alles Ronny. Ja, mache ich immer. So, na und? Ja, Markus schreibt, geile Zeiten, ja, definitiv. So, der Steffen schreibt, schöne Grüße von Eisernen Union. Ja, Steffen, was soll ich sagen? Liebe Grüße zurück, wir sehen uns ja bald. Lisa schreibt, spielt mal Daft Punk mit Top Lang. Ja, Top Lang bitte spielen, Herr DJ. Top Lang, was auch immer das ist.
Er kennt's und er arbeitet es ein. Besser für dich jetzt? Bin dir nicht, meine ich. Hat mich gestört. Okay, dann machen wir wieder an. So, liebe Grüße, Kevin. Liebe Grüße gut. Zurück. Herr Öd, Herr Erik. Hier schreibt gerade eine Frau Öd. Komm mal ein bisschen zu mir. Eine Frau Jule. Kenn ich nicht. Warte mal. Wann zieht der DJs fürs Männer-Aktshooting? Jetzt sag's doch mal gerade zu mir. Frage für einen Freund, ja. Okay, bist du bereit? Entspann dich, ganz locker. Ja. Da, 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 da. Ich muss mal überlegen, was ich jetzt erzählen muss. Los geht's. Ja, ich denke mal, wenn wir dann die Kameras aus haben, dann wird der DJ noch mal ein paar Höhlen fallen lassen, ja. Der Make-up-Artist ne? übernimmt sehr gerne die Arbeit an dem DJ. Am DJ-Pult. Und dann switchen wir ein bisschen um. Will noch nicht ganz. Ja, Matthias Günther schreibt, er hört nichts vom DJ. Nix? Nix, ja, weiß ich auch nicht. Dann ziehen wir ein bisschen hoch hier. Ist nur ein Test. Ja, ein bisschen lauter. Ah nee, du machst ein bisschen leiser und der DJ macht ein bisschen lauter. Ich mach ein bisschen leiser, okay. Also nicht so viel erzählen, meinst du? Du machst nur Fotos jetzt. Ich mach nur Fotos, genau. Wenn die Technik genau. gespielt. Also Cracky, der DJ schiebt ein bisschen nach oben. Mira, schieb mal hoch, das Ding. Noch mehr? Ja, ein bisschen. Ja, nee, alles gut. So. Matthias, jetzt müsste es funktionieren. Jetzt macht er. Na endlich. Ruht ja mal Zeit. Schon mal gerade zu mir. Und 3, 2, 1. Wir müssen mal kurz mal am PC gucken, ob das zu hell oder zu dunkel ist. Jetzt ist es noch zu dunkel. Andreas, darf ich mal was sagen? Darfst du? Ich würde den Porti ein bisschen höher machen und 30 Grad nach unten senken. Also nicht direkt frontal. Deine Idee dahinter wird aber auch sein, dass du den Hintergrund dunkel haben willst, richtig? Ja, genau. Ja. Der Hintergrund ist. Das können wir aber auch er geht, aber ist auch nicht optimal. Nicht 100%, wie wir ein bisschen Platz. Komm mal bitte wirklich einen guten Schritt zu mir. Noch ein Stück. Stopp. Also den Raum, den ihr gerade jetzt so seht. Geh mal bitte ein bisschen so rüber. Der hat fast 50 Quadratmeter. Also das ist immens, was man an Platz braucht, um so was leisten zu können. Wir haben gestern etliche Stunden gesessen, um die ganzen Links zusammenzutragen und Texte zu schreiben. Komm mal ein bisschen noch ein Stückchen zu mir, wenn Felix weg ist, heißt es. Was? Jetzt wieder ein bisschen so rübergehen. Stopp. Mira, komm mal her. Dein Chef schreibt gerade. Wer? Ich sag, der Zweter-Chef hier, der schreibt gerade Terra Vibes, weil er wünscht er sich. Spiel ich gerade. Ach, spielt er gerade? Ja, darum mehr den Daumen nach oben. Achso, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Das wäre ja nicht, das wäre ja DJ wohl. Das darf ruhig ein bisschen lauter machen. Ist alles noch im Lot. Nein, ich sage das schon, wenn das nicht funktioniert. So, wir müssen mal umschalten, Kamera. Also ihr seht es wieder zu hell, aber im Normalfall ist es okay. Jetzt kommt es hin. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ein bisschen weniger noch. Bereit. Zieh mal ruhig mal noch so ein bisschen runter. Das liegt so ein bisschen auf der Schmuck. Also nur das Oberteil ein bisschen runterziehen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also. Also ich kenn jemanden, der war heute ohne Hose hier. Wer war anders? Da sind wir für ein komisches Gebammel hier an der Kamera. Ich wusste gar nicht, was wir machen sollen. So, Moment, ich mal schau mal zu mir, genau. Sehr schön. Genau. Schau jetzt mal ruhig so ganz leicht nicht ab. Nur würde ich nur ganz gleich hier vorbei. Genau, ganz also ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen. Ich denke mal, ich gehe vielleicht auch in der Werbung, weil ich habe an dem Tag eine Hochzeit. Und jetzt nur die Augen zu mir. 31.07. Nur die Augen. Warte mal, ich muss überlegen. Die Augen zu mir. Genau. Also Matthias, also wird sehr eng. Ich denke mal, der DJ Mira ist in Frankfurt aktiv wieder. Ja? Am 31.07. bist du da noch aktiv, oder?
Hast du da Termine? Will ich mal mit dem Körper ein bisschen mehr zum Licht. Muss ich nochmal nachgucken? Also ruhig, schau mal zu mir, ruhig so ein bisschen rumkommen. Ja. Genau, perfekt. Also, Cracky, das wird eng. Und 3, 2, 1. Ich glaube, der hat schon Termine drin. In Frankfurt spielt er wieder, wa? Ja. Auf der Festwiese. Im Techno-Club. Im Techno-Club. Und danach geht's nach Omen. Ins Omen. Sehr schön. Wollen wir mal gucken? Hoch, ja? Ein Streiflicht fehlt da noch. Von hinten machen wir noch ein Streiflicht an. Das gleiche normal mit dem Streiflicht von hinten. Ich muss mal einblenden hier. So, also Streiflicht meine ich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Wir brauchen von hinten vielleicht noch ein bisschen Streiflicht hier. Auf der linken, rechte Seite. Rechte Seite, genau. Also hier ein bisschen Streiflicht. Andreas baut gerade noch ein bisschen um. Also von links jetzt das Streiflicht. Genau. Ich habe jetzt quasi eine Zange gebaut. Mit genau. Hauptlicht und Streiflicht. Genau. So machen wir das. Genau, wir probieren nochmal neu. Da seht ihr, Streiflicht steht, kommt von hinten. Du darfst jetzt nochmal kurz zu dir kommen. Du musst quasi ungefähr da stehen, wo du eben warst. Könnte funktionieren. Ich hätte nur mal ein Testbild, weil ich denke, das Streiflicht ist auch zu schwach. Und 3, 2, 1, los geht's. Das dauert noch ein bisschen. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Power. Nee, das ist zu wenig Power. Das ist quasi fast das gleiche wie vorhin. Noch nicht optimal. So, jetzt. Andreas, darf ich noch mal, alles. Darf ich noch mal was sagen? Du darfst natürlich was sagen. Schräg stellen, ein bisschen. Nicht frontal, sondern schräg stellen. Mach mal. Ein bisschen schräger. So seitlich. Und eher genau. Zum Hauptlicht oder vom Hauptlicht weg? Das ist jetzt die große Frage. Was? Wir machen schon. So, und weiter geht's. Felix, kannst du mit dem Blitz ein bisschen mehr zu uns drehen? Und nochmal abpudern ein bisschen? Ein bisschen Haarspray nochmal setzen? Ja, genau. So ist gut. Ja, super. Ganz kleines bisschen rübergehen. Ein bisschen vor. Reicht? Genau. Wollt ihr auf den Balkon gehen? Nein. Die Kamera ist für da hinten endlich schnell. Er musste nochmal umdrehen müssen vielleicht. Ja, sieht denn? Man nicht mehr, ne? Ja doch, aber dann haut er wieder nicht hin, ja. Das wird schon. Bereit? Dreh dich mal mit dem Körper zu mir. Mit dem Körper zu mir. Genau, ein bisschen schräg stellen. Aber nicht ganz so viel, ein bisschen weniger. Genau. Und das Gesicht schaut zu mir. Und 3, 2, 1, los geht's. Klack. Schau mal, so ein bisschen hier vorbei. Dreh mal den Kopf weiter in die Richtung. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau bitte zu mir. Kopf weiter rumdrehen. Genau, sehr schön. Jawohl. Gut. Das ist cool. Habe ich doch gesagt. Aber warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Das ist cool, mega. Das sieht geil aus. Streifig ist so fast ein bisschen zu hell, oder? Das geht mir. Das ist geil, wieso? Aber streifig ist ein bisschen. Drückst du mal die 1 bitte? Ja, ein bisschen, das Streiflicht mal ein bisschen runter. Das ist ein bisschen doll. Ich würde das Streiflicht ein bisschen vom Kopf wegnehmen, aber ein bisschen mehr aufs Dekolleté fallen lassen. Genau. Weil Dekolleté sieht super aus. Nur halt mach, mach mal höher und knicken. Also ihr merkt, wenn man das perfekte Foto möchte, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht hier, warte mal. Also die Wange hier, was ihr seht hier, die Wange. Halt, jeder hat oder jeder nicht. Die Wange ist ein bisschen zu hell. Und wir nehmen das Ganze mal ein bisschen nach oben und knicken das ein bisschen ein. Und damit durch müsste das Dekolleté ein bisschen mehr rauskommen, die Wangen ein bisschen mehr rauskommen. Gut, wollen wir nochmal? Ja. Nehmen wir das Feuer. Machen wir.
Sophie, alles gut? Wink mal. Du bist gerade im Fernsehen. Geht's jetzt gleich los? Wo ist ein Model hin? Ja, Felix macht ja gerade. Ah, der Make-up-Artist ist nochmal ein Junge. Ja. Ja. Extra aus Berlin angereist heute. 16:30 auf dem Hauptbahnhof in Stendal angekommen. So, Model steht. Nur ein ganz kleines bisschen so rübergehen. Nifla. Die Richtung. Die Richtung. Nifla, mach mal so. Noch ein bisschen. Ich weiß, macht man nicht, aber sieht cool aus am Ende. Mach mal in der Mitte nur, in der Mitte. Ja, so. Und ein bisschen so rübergehen. Genau. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, das Foto sieht cool aus. Ja, das passt. Das Andreas, noch ein bisschen drehen? Ja, dreh dich ruhig noch ein bisschen weg von mir, genau. Aber den Kopf erst mal komplett zu mir drehen. Der Kopf muss zu mir. Genau. Genau. Schau erst mal weg und bei drei schaust du zu mir, okay? Und 3, 2, 1, los geht's. Schau zu mir. Schau noch mal weg. Aber wenn du gleich zu mir schaust, drehst du den Kopf wirklich zu mir. Du guckst immer noch so ein bisschen vorbei. So. Richtig mich anschauen, okay? In den Kommentaren steht, Tina schreibt, Lasko Samson. Bereit? Mira. Nee, erst wegschauen, erst wegschauen. Hier steht was von Lasko. 3, 2, 1, los Samson. Geht's. Arbeitet da einfach. Mal weg. Mach da. Und 3, 2, 1, schaut zu mir. Und hier schreibt, okay, Chef. Kommt ein bisschen hoch, ein bisschen eingebildet. Ihr kennt euch doch wieder. Genau, sehr schön. Ja, und kommt halt aus Frankfurt, ja, hat viel um die Ohren. Und 3, 2, 1. Gut. Wir gucken mal. So, das Foto kommt oder kommt nicht? Ja, so ist besser. Ja, ah, ich muss mal einen Klinschritt zurück. Ist noch nicht optimal. Nee, das war. Wir müssen mal einblenden. Warte mal, ich muss noch mal umschalten hier. Delete. Genau. Nee, das gefällt mir noch ja nicht. Das war das aus. Andreas, guck mal. Hier ist er. Außer das Ausgangsfoto hier. Wo sind die Eins? Ah, hier. Guck mal hier. Das ist anders. Genau, so ist super. Ich muss quasi mal einen Schritt zurück. Ja, genau. Ich muss zurück. Zurück. Mal einen Schritt zurück, genau. Und vielleicht noch mal ganz klein ein bisschen mehr Bauer. Mach mal die Kamera, Andreas, die Kamera ein bisschen nach oben heben und ein bisschen knicken. Genau, genau, genau. Ja, weißt du, was ich meine? Also wir arbeiten dran. Hallo. Ja, so sieht gut aus. Ha. Hoppa hier, Waldfee. Wir müssen mal die Nifla einblenden. Die war gerade wieder beim Make-up-Artist gewesen. Hat der Make-up-Artist aber alles gegeben. Jemand bitte da einen Schritt so rüber? Ist hier ist er. Zu viel? Die Haare liegen. Perfekt, genau. Jetzt schaust du wieder bei mir vorbei. Seitlich noch ein bisschen. Den Oberkörper noch ein bisschen mehr rum. Genau, no. Sehr schön. Bereit? Ja. Und 3, 2, 1, schau zu mir. Klack. Jawohl, jawohl. Schau wieder weg. Und 3, 2, 1 zu mir. Machen wir nochmal eins quer. Gucken, ob es passt. Und 3, 2, 1 zu mir schauen. Genau, sehr schön. Ich glaube, jetzt ist ganz cool geworden. Ich glaube, es nicht wissen. Jetzt siehst du auf dem kleinen Display immer so ein bisschen schlecht, ne? Also das war vorhin die einzige. Mach mal die B-Hochformat, doch die Hochformatbilder, die beiden. Ja, sehr schön. Das ist halt von was wir markiert haben. Mal umschalten kurz, habt ihr gesehen. So, das war dann vorhin das Ausgangsfoto, was ziemlich cool war. Der Kopf muss ein bisschen höher, würde ich sagen. Höher, ja. Ne? Das muss ein bisschen mehr eingebildet sein. Jetzt ja, die Haare sind hinter, damit der Genau, so wie hier und dann halt den Kopf noch ein bisschen höher. Und du drehst dich doch ein bisschen mehr von der Kamera weg. Ja, wir kommen da schon hin.
Genau, Niflat zuppelt sich nochmal zurecht, der Make-up-Artist geht hinterher und macht nochmal ein bisschen Spray rein. Perfekt, genau. Will ich mit dem Körper ruhig noch ein bisschen weiter weg? Mit dem Körper weg. Nee, stopp. Wieder zu. Ja, genau. Aber mit dem Körper nach oben drehen. Ein bisschen mehr zu mir. Körper mehr zu mir. Stopp. Also, du musst noch einen kleinen Schritt rüber gehen, die Richtung. Perfekt. Schau erst kurz weg und erst bei 3 zu mir. Genau, 3, 2. 3 zu 1, los geht's. Und in die Kamera schauen. Kopfhöher, Kopfhöher. Super. Genau. Wo ich so ein bisschen eingebildet, ne? So, der dann schreibt. Was schreibt der dann? Nimm mal den Kopf mal ein bisschen runter, ist da gut aus? Wo bist du mit der Kamera? Ja, ich bin und zu Hause. Kopf hoch, Kopf hoch. Dann, ich bin genau, zu Hause und wir machen Mitternacht Shooting 2.0. Gut. Wo ich wohne, weißt du ja. So, dann schauen wir uns mal die Bilder an. Da ist so hoch, das ist so hoch, das ist so hoch. Aber das davor war cool. Das ist gut, würde ich sagen, ja. Das hat aber auch was. So, machen wir mal schwarz-weiß draus. Ich muss einfach mal schwarz-weiß machen. Macht man nicht mit der Sättigung, ich weiß. Aber hier oben ist nochmal ein Sitz. So. Der Rechner braucht ein bisschen. Warum auch immer. Hier geht noch nicht. Ah, schwarz-weiß. So, ich will Lichter einfach nochmal ein bisschen runter machen. Oh, die Rechner pusten hier. Willst du noch was trinken, Sophie? Nee, alles gut. Ich verfolge hier. So. Ach, du guckst uns hier quasi live zu. Ich da runter, ich will den Kontrast nochmal richtig hochballern. Du traust dich ja mal. Andreas? Ja, hier ist er. Also ich habe jetzt Kontrast auf 75. Ja, mach mal Klarheit minus 8 oder sowas. Klarheit, ja. Lichter müssen wir auf jeden Fall wieder runter. Also ich sehe das leider nicht so wie wir. Ah, schon cool, ja. Genau. Am besten nachher alles mit der Luminanz machen, das ist am einfachsten. Genau. Da passt das schon gut. Sieht ganz cool aus. Also wie gesagt, ihr seht das leider nicht so wie wir. Gut. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Zeig mal mit den anderen Brennbildern, die es da noch gibt. Die letzten drei oder was? Ja, die letzten drei, genau. Das ist cool, ja. Nee, letztes Jahr ist gut. Das ist gut, genau. Machen wir das mal ist so ein bisschen eingebildet, aber trotzdem verspielt, würde genau. Ich sagen. Verspielt und eingebildet, genau. Genau, passt das soweit. Ich muss mal noch ganz kurz zwischen drehen hier. Nicht da runter, tiefen, bisschen höher. Nein, lass das mal so wie es war. Ja. Hör auf, mach mal zurückgängig. Nee. Mach mal rückgängig, bitte. So, Sättigung, machen wir mal ein bisschen runter hier. Großer Geld. Nein, mach mal rückgängig. Das Original sieht besser aus, versprochen. Wir gehen immer vorwärts, Andi. Wir gehen niemals rückwärts. Alles schön, ganz cool aus. Mach mal eine virtuelle Kopie von dem Bild. Und jetzt? Und das setzt mal zurück, so wie es vorher war. Wo muss denn das zurücksetzen? Was steht mit? Sollte da irgendwo stehen normalerweise. Oder machst du alle Räder doppelklick, dann sind die auch wieder auf Null. Geht ja auch. Brauchst du denn? So, zurückgesetzt. Und noch kein Schwarz-Weiß. Das ist ja nicht, ist normal. Farbe. Ja. Und jetzt zwischen wir zwischen beiden hin und her. Was? Mach mal das da Bild davor an, was du bearbeitet hast. Das sieht das Original besser aus. Original besser? Niflat. Tut mir leid, mein Schatz. Vertrau mir, ich hab davon Ahnung. Bisschen. Ja, so, ja, okay. Aber ich hatte nur andere Kette dabei, ja. Aber das genau. Genau. Gut, wir müssen noch mal umschalten hier. Haben wir jetzt noch irgendwas im Plan?
Oder hast du noch was du machen willst? Nein, ich habe auch noch so eine Schraubkette, aber richtig komplett ständig. Und dann ziehst du dich am besten um, dann machen wir mal 3 Minuten Pause kurz, dann geht's weiter. Genau. Ja. Ich muss mal kurz die Kamera einblenden hier. Aber auch schwarz lassen, oder was? Ja, ich würde schwarz lassen, ja. Schwarz lassen. Weil das lenkt uns zu sehr ab. Oder zieh ich mal. Soll ich hier noch was raus? Nee, doch nicht. Ja. Andreas? Hier ist er. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt noch 2-3 Bilder, würde ich sagen. Wir müssen nur warten, bis das Model sich umgezogen hat. Soll ich mal ein bisschen Licht setzen für dich hier, sag mal? So, und siehst du was? Hey, hierher. Ja, fahr mal nur durch, würde ich sagen. Felix, du stehst im Bild. Welche Kameras sind an dir? Ja? Ja, ja das genau. Reicht vom Licht, ja. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir machen noch ein Bild von Lüfter, die zieht sich gerade um und macht genau. Schmuck an. Willst du nicht mehr, oder wie? Andreas? Mir ist es egal. Wir können doch die Zuschauer entscheiden lassen. Wir können noch ein Bild machen oder wir brechen das einfach ab. Genau. Schreibt mal kurz in die Kommentare, wollt ihr noch weiter gucken oder nicht? Ansonsten würden wir fototechnisch abbrechen, aber DJ-technisch anlassen. Wir sind schon 1,5 Stunden unterwegs. Ja, ja, echt jetzt? Ja, mal auf die Uhr gucken. Ist nicht wie in Frankfurt hier mal so 1/2 Stunde oder so. Gut. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein bisschen weiter gucken wollt, ob wir weitermachen sollen. Ja, na, einer nicht. Wenn wir weitermachen, brauchen wir eh noch 3 Minuten. 10, 20 noch mal ein bisschen reinhauen. Wir lassen das einfach noch ein bisschen laufen. Genau. Ja, der Techniker vom Blix Media Group ist ja noch um Gassi gehen. Ich denke mal, der wird morgen wiederkommen. Kann passieren, ja. Kann schauen passieren. Olli, du sollst fotografiert werden. Nee. Der kriegt auch noch hin. Ich war heute beim Friseur noch mal. Oben ohne oder wie? Vielen Dank nochmal Mutti für den Haarschnitt. Na ja, klar. Jetzt kommt der DJ. Nee. DJ ist DJ. Ich war erst nur. Jut, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr weitergucken möchtet. Dann machen wir ein bisschen weiter noch. Ansonsten würden wir den DJ noch ein bisschen da freien Lauf lassen. Ein bisschen oldschool, ein bisschen lauter und. Ja, genau. Schreibt mal ein. Bleibt mal DJ ein. Hier unten. Ich geh mal kurz mal abkühlen. Tipp irgendwo lang. Tipp irgendwo lang. Genau. DJ Mira, extra aus Frankfurt, mit dem ICE Hauptbahnhof Stendal gelandet heute. So, die Nifla zieht sie gerade um. Uiuiui. Andreas, wir müssen noch mal ein Foto machen. Hallo. Du musst dich irgendwas anziehen, Nifla. Du kannst ja nicht nackig ankommen. Ja, du bist splitterfasernackt. Ja, Felix, schalt mal die Kamera um hier. Nicht auf Nifla. Das muss dann aber auch genau in diesen V-Ausschnitt reinfallen. Ne? Dann muss man nur warten, dass es symmetrisch ist. Genau, kriegen wir hin. Der Make-up-Artist kommt gleich, warte mal. Da ist ja noch ein Preisschild dran. Schickst du das wieder zurück? Nein. Felix, du bist hier der Make-up-Artist. Du musst halt die Kette ranmachen hier. Ich muss Technik machen, du machst das. So, Nifla hat wieder Sachen an. Können wir mal hinschalten zu Nifla? Nee, da sieht man so auch nicht. Da sieht man so auch nicht. Ja. Komplett ins Bild. Ach, ist das schön hier.
So, der Make-up-Test ist fertig. Die Niefler kommt gleich. Oh, ich glaube, der Techniker kommt gerade wieder. Der Techniker und Oliver kommen wieder. Ja? Was soll ich machen? Nein, mach mal anderen Ohr hin ran hier. Was ist denn das Ohr hier? Nein, mach mal ran, los. Andreas? Olli! Oliver? Von der Pose. Jo. Anni? Kriegen wir das auf dem Boden noch hin? Mach mal gleich. Machen wir noch ein Foto von ihr? Dann zieht mir was anderes an. Ja. So. Können wir auch machen, dann muss ich aber nachher noch mal kurz umbauen. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wollen wir erst Niefler nehmen oder was? Ja, genau. Ja. So, sitzt alles? Da muss ich ein Haarspray drauf hier. Komm mal durch, genau. So. Hier, komm her. Wir sind live. Die Übung hat einfach funktioniert. Man kann nichts machen. Lüfter, Lüfter. Ja. Ja, ich geh mal Müll wegbringen. Ja, die können wir anlassen. Die Kommentare, was sind da Kommentare jetzt hier? So, warte mal. Mutti schreibt weiter. Nee, hier oben, mach mal weiter höher. Noch höher. So, dann waren wir schon, warte mal. Habt einen schönen Abend. Warte mal. Genau, mach mal weiter runter. So, Jacqueline aus Greifswald. Ronny soll fotografiert werden. Oh, das ist schlecht, Alter. Jacqueline, wir müssen uns nochmal treffen. Nochmal über ein Hochzeitsmagazin quatschen und dann, ja. Ich denke mal, irgendwann treffen wir uns mal in Greifswald. So, dann drehen wir wieder runter. Mario schreibt. Speeddienstler bitte von vorne. Also, ja, du, Mario, der Livestream ist irgendwann Ende und dann kannst du ihn von vorne gucken. Oder du bist so schlau und kommst vorbei. Du weißt ja, wo ich wohne. Gut, Mutti schreibt, bitte. Ja, bitte. Bitte weiter. Achso, bitte weiter, ja. Wir machen weiter. Gut, Jacqueline schreibt, ja, wäre auch gern da. Ja, Jacqueline. So. Also Ständer, Greifswald. Hättest du eigentlich mit mir, Berlin, baut doch mal selber Verbindung. Warst du bei Mutti im Friseur, ja. Aber du, ich habe heute so einen Zeitdruck gehabt, ja, und noch Feuerwehreinsätze gefahren und alles. Ich habe heute so viel gemacht. Wir hatten einen langen Tag heute, ja. Aber ich bin noch mal kurz eine halbe Stunde eingeschlafen heute. Nee, ich konnte ja nicht, ich war jetzt da arbeiten. Nee, 20 Minuten waren nur. Halbe schon alle gestellt, aber 20 Minuten geschlafen. Ja, wo bleiben denn die Damen? Achso, ja, eine Firma. Nachts, wenn wir Einsätze fahren, müssen wir dann während der arbeiten. Naja, trotzdem. Jetzt komm mal runter. Switchig, weiter ins Ende. Achso, ja. Body. DJ? So. Wo ist dein Bottle? Abgehauen oder? Die sind, glaube ich, weg. Die sind beim Make-up-Artist. Oliver, such da, Oliver. Jetzt kann Ronny ja mal fotografieren, wa? Ja, los, kannst komm. Du das noch? Los, komm. Siehst du, wie das funktioniert? Los. Nee, du fotografierst jetzt. Ich dich? Bin von hier an bis. Aber du musst hier oben das ausziehen, ist klar, ne? Wir wollen ja die Kurven so ein bisschen zeigen. Moment. Mikrofon mal abnehmen. Komm mal ruhig ein bisschen weiter so rüber. Da müssen wir jetzt zu mir. Genau, und 3, 2, 1, los geht's. Au, ein bisschen zu hell, ja. So, jetzt ist er da. Die Niefler ist da. So, dann mal hinten da. Ein Foto habe ich gemacht. Wo ist denn das? Da kommt das. Oh je. Überbelichtet. Zu hell geworden. So, die Niefler ist da und dann machen wir weiter. Und der Olli ist da. Passt das ja. Ich mach mal erstmal ein Festbild. Ja, der Heiko hat wieder übernommen. Jetzt wichtig, dass du wirklich gerade mit dem Körper mit dem zu mir stehst. Live. Okay. Coole Sache, aber es ist mega kompliziert.
Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mit 4-5 Kameras, das ist so mega kompliziert. Ui, Andreas. Was? Das ist doch mal ein richtig geiles Foto. Warte mal, wir machen das jetzt richtig. Beruhige dich. Komm mal runter. Dreh dich an meinem Körper noch ein bisschen mehr zu mir. Weiter zurück. Perfekt. Und schau jetzt mal wirklich direkt zu mir in die Kamera. Okay? Kopf ruhig so ein bisschen höher. Niefler. Rücken gerade. Genau. Das ist ja ich meine. Und Streit 2, 1. Dreh dich mal noch ein bisschen mehr zu mir. Stopp. Reicht. Augen zu mir. Genau. Und 3, 2, 1. Los. Heiko, du und deine Kamera wieder. Geil, ja? Das ist schon cool. Warte. Jetzt. Und 3, 2, 1. Los geht's. Genau. Perfekt. Andreas, ich würde es schräger machen. Frontal passt nicht. Guck mal ja, selber. Quasi. Machen wir noch mal ein Bild drin? Besser ist von oben, würde ich sagen. Felix? Genau. Und schau mal zu mir. Und 3, 2, 1. Los geht's. Mach mal ruhig extrem schräg und dann über die Schulter. Noch weiter rum. Ja, noch weiter. Und 3, 2, 1. Und Kopf nicht so hoch. Mach mal runter. Weiter runter. Zack. Ja, das sind noch nicht die aktuellen Bilder. Ja, nee, kommt noch, kommt noch. Noch weiter Kopf runter, muss man. Ich glaube, du musst ein bisschen tiefer, Andreas. Du und deine Position ein bisschen tiefer. Können wir auch machen. Mach nochmal. Dann mal machen wir nochmal. Halt. Stopp! So, genau. Rücken gerade. So. Schau nochmal zu Ronny. Mach mal die Arme auf den Rücken. Hier so. Anspannen. Ja. Und 3, 2, 1. Los geht's. Genau, perfekt. Gut. Mach mal an. Wo ist dein Model denn? Das Model ist weg. Ah, ich denke mal, mach mal ein Foto an vom Model. Ah, ist wesentlich besser, oder? Was meinst du? Die Möpse sind zu groß. Die Möpse sind zu groß. Ich muss mal kurz. So was hilft denn? Wir schalten mal um auf Niefler. Mikrofon geht mal an Niefler. Hallo? Die Möpse sind zu groß. Kein Kommentar. Nein, Niefler, das ist nur eine andere. Die sind nicht größer geworden durch die Fotos, sondern durch die Perspektive. Sri Lanka. Andreas hat meinen Zug. Der ist wieder zu hoch, er muss tiefer. Ja, du musst aber ein bisschen tiefer. Ja, so, ist so tief. Das ist so tief. Ja, ist da oben abgeschnitten. Von Zwischending meinst du? Ja. Dann machen wir noch mal eine Runde und dann haben wir gleich. Gut. Nein, was machen wir noch? Hier ist auch so ein geiles Bild, guck mal. Und ich gehe jetzt aber noch einen Schritt zurück. Hier ist er. Oh, was ist das denn? Alter, die Lichter müssen runter. Geh mal bitte ruhig da, gleich ein bisschen rüber. Tiefen nach oben. Wieder ein bisschen zurück. Runter, aber die andere Seite runterbelegt. Perfekt. Ja, ist zu hell. Und jetzt wird den Körper wieder wegdrehen. Ah, ja. Alter, ja. So, wir machen bereit? Weiter. Und 3, 2, 1. Gerade stellen. Körperhaltung, Hände auf dem Rücken. Hände auf dem Rücken, Hände auf dem Rücken, Hände auf dem Rücken, Hände auf dem Rücken. Gut. Mach mal den Arm so. Genau, mach mal so, genau. Die Arme nochmal an andere Stellung.
Warte, jetzt kommt die Stellung gleich anders. Gut. Von den Armen. Warte mal, die Armstellung. Wo ist der Arm? Das ist so geil hier, guck mal. Das ist so geil. Und ich, das ist so geil, guck mal. Das ist so ein geiles Bild. Warte mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel. So, ich muss mal. Olli! Ist das böse? So. Na, Rosa? Boah, ist hier der Rechner, oder? So. Da wird es noch ein bisschen schneiden, jetzt zum Beispiel hier, Schere. So. Ich muss eine Schere. Ich würde es noch ein bisschen schneiden wollen. So, ein Drittel Regelung. Goldener Schnitt. Gesicht auch genau auf den Punkt. Ein bisschen höher. Das passt nicht ganz, ne? Jetzt aber. Jetzt passt es. So, Enter. Enter, Enter. Guck mal, so passt das. Ja. So, Lichter noch ein bisschen runter. Genau. Das ist die Lichter, das ist gut so. Ja, so passt das schon. Genau. Guck mal, passt doch. Du das? Lacht sie. Gut. Machen wir nochmal DJ an hier. Oh, Kommentare? So, wir wollen jetzt auch nochmal, oder was? So, spätestens von bitte. Da muss ich nochmal Streifen machen, würde ich sagen. So, genau. So, machen wir DJ an? Genau. Andreas, komm, wir beenden jetzt so und dann. Wollt ihr jetzt nochmal? Ein bisschen. Ja, machen wir. Jetzt machen wir hier angefangen. Genau. Wir machen weiter. Logisch. So, wir bauen noch mal ein bisschen um. Der Techniker ist extra wieder da heute. Vom Gassi gehen. Schöne Musik, ja. Haben wir den. Heiko, machen wir den DJ. Ach so! Sophie, kommst du mal rüber? Geh mal bitte in den Pool, ich muss mal gucken, ob das Licht so passt, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen zu eng. Alter. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Ey. Oliver. Oliver. Axel? Machst du Ackfotos oder was? Nein. Denkst du hin? Sag mal. So. So, ich teste mal kurz. Also sind die bestimmt alle zu schwach, wa? Dann muss ich die erstmal raus. Volle Pulle. Der auch. Jetzt nur ein Testbild. Testbild. Mira, ich bin aber schon nass jetzt hier. Mira haut noch mal hier rein jetzt. Happy.
Was Peppi hat jetzt so. Darf ich mir auch mal was wünschen? Aber ich weiß nicht was. Ich hab da keine Ahnung. So, jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. So, Anja aus Bismarck. Nee, guck einfach zur Decke, würde ich sagen. Mega schön. Gerade hoch. Und dann schön in Spannung ins Hochkreuz geben. Ne? Schreibt, ich sag dann 1, 2, 3 und dann geht's los. Ja. Mutti das schreibt, gute Nacht alle. Ja, na wir ziehen da ein bisschen durch. Zuschauer sind noch da. Ich denke mal, wir machen. Olli, nimm mal deinen Arsch aus dem Bild. Danke. Wir machen zwar keine Fotos mehr, aber der DJ hat noch. Bist du bereit? Ja, also und 1, 2, 3, los geht's. Der DJ gibt ja noch ein bisschen Gas. So, schreibt mal auch mal. Ich glaube, da blitzt ein Blitz nicht mit, kann das sein? Was? Ich glaube, der Blitz blitzt nicht mit, kann das sein? Nee. War nicht, nee. Ronny, der Blitz will nicht. Ja. Das ist Studiofotografie. Er hat geblitzt, war nur zu schwach, richtig? Also es kam was raus, ne? Ja. Genau. Jetzt haben wir's. Bist du bereit? Ja. Und 3, 2, 1, los geht's. Genau, perfekt. Gut. Warte mal. Also, ich würde sagen, wir brauchen mehr hohe Rücken. Ja, viel mehr geht da nicht. Ah, Andreas. Ronny meint, wir brauchen mehr Hohlkreuz. Okay. Ich mach das schon. Du fotografierst. Ich heb die ein bisschen hoch. Nee, ich krieg da noch alleine nicht. Na los. Muss mir mal sagen, ob höher oder. Mach noch ein bisschen höher. Und 3, 2, 1, los geht's. Schön Körperspannung. Ja, super. Gut. Super. Blend mal ein. Guck doch mal an da. Das ist doch schön. Ja, guck mal an. 5 cm höher und schon ein anderes Bild. Zeig's halt den Leuten? Ja. Hast ja recht. So besser. Besser. Dann haben wir es, würde ich sagen, wa? Jo, das schönes Bild. Schönes Bild. Jo, schreibt mal drauf. Und Andreas, schmecken dir die Chips genauso wie mir? Gut? Ja. Ja. Die schmecken gut. Genau. Na Heiko, alles gut? Versichert. Achso, ich habe mit rüberkommen. Du musst aber in die andere Richtung wegen. Ja. So, schreib mal. Kommt mal hinterher. So, tiefer. Heiko, wenn du willst. Mira. Felix. Ja. Wollt ihr noch Licht machen, sag mal? Du musst die Kamera anmachen. Mach mal Licht an. Mach hier mal Licht, Freunde. Kaputte Jan. Alle rankommen bitte, alle rankommen bitte. So reicht mit Licht, ja, ne? Ja, sehr schön. Alle da? Ja, ich glaube. Mira, bist schon ran. Soll ich so eine kleine machen so? Ja, genau. Du musst die Füße ein bisschen auseinander machen.
mache ich ja gerade eine Wurst gleich. Genau, nein. Also fototechnisch beenden wir jetzt die ganze Sache. Ja, ich denke, das reicht doch aus. Mira, hast du ein bisschen Bock noch? Ja, klar, ein bisschen können wir noch machen. Genau, also wir lassen den Livestream noch laufen, aber nur noch auf Oldschool. Und dann bedanken wir uns bei euch. Ja. Genau. Ich denke mal, wir sehen uns, was haben wir jetzt, Juni? 2-3 Monate? Ja, September, so die Richtung, würde ich sagen. Genau, also 2-3 Monate machen wir nochmal ein Live-Shooting. Wer möchte, ja, also wir brauchen wieder Models, ihr könnt euch jetzt ab sofort bewerben. Wir brauchen wieder einen qualifizierten DJ aus ganz Deutschland. Darf er natürlich anreisen. Ein guter Fotograf wäre gut, ne? Guter Fotograf, Andreas. Nee, aber ja. Also ein DJ, wer möchte, bei uns mal ein bisschen vorspielen oder bei euch, da sind ja auch ein paar tausend Leute. Ansonsten Models brauchen wir, Backup, das haben wir, Techniker haben wir. Ansonsten würde ich sagen, hat ja Spaß gemacht mit euch. Habt noch viel Spaß, wir trinken jetzt noch ein kaltes Kaltgetränk, genau, würde ich sagen. Genau, ne? Wir trinken noch ein Kaltgetränk, wir sind immer noch live. Der DJ wird sich noch ein bisschen die Hüfte rausreißen hier. Genau. Also denkt dran, Leute, nicht popeln jetzt hier. Nicht popeln und geht nur mit Zeug quatschen. Die Mikrofone sind noch an. Machst du schon, ja? Popeln? Ja, irgendjemand muss ja damit Zeug quatschen. Ja. Ja. Wie sieht das aus? Gut, ansonsten hast du was? Nö, nö, alles gut. Ich bin erstmal ein bisschen durch heute. Also. Ja, ich auch heute. Ich hab Ojani geschlafen seit gestern. Warm. Gut, ansonsten Ahoi und wir sehen uns. Genau. Wir schalten jetzt um. Mira, eben noch ein bisschen Jas jetzt. Nö, mach mal die Größe an. Wir machen jetzt nur DJ. Mira, mach mal ein Mikrofon dran, dann kannst du dummes Zeug quatschen hier. Ich will kein dummes Zeug quatschen. Warte mal nochmal. Ich will kein dummes Zeug quatschen. Also Mira möchte kein dummes Zeug quatschen. Gut. Ja, musst du doch machen, du bist ja der Techniker hier. Wollen die, soll ich den noch ein bisschen anlassen zum Licht? Na, DJ muss zu sehen sein. DJ, leuchte mal DJ ein bisschen aus. Ja, das ist so dunkel. Der DJ braucht Licht noch ein bisschen vorne. Frontales Licht. Kriegen wir da hin. Genau, ihr könnt noch ein bisschen die Musik genießen. Und ich denke mal, wir haben wieder ein paar tausend Leute erreicht heute Abend. Ja, genau. Wollen wir die Kamera mal ein bisschen umstellen? Ein bisschen frontaler. Moment. Oh, jetzt haben wir so ein Kabel hier. Wo ist mein Kabel weg? Erik, passt da mit dem Licht? Oder wirst du hier blendet? Das wollen wir ja nicht, ne? So, Leute. Ja, ja, warte mal. Moment. So, Leute. Passt. Gut, dann genießt ihr die Musik ein bisschen. Mira aus Frankfurt wird euch noch ein bisschen den Arm versüßen. Wenn ihr Bock habt, bleibt bei. Ansonsten von uns aus einen wunderschönen Abend noch. Sehr schön, Mira. Ja, Mira, das war richtig arg, den ranzuholen.
Vor einem Jahr haben wir den gebucht für heute. Extra aus Frankfurt. Jetzt ist er da. Thank you.
Armband zusammenhält. Ne, keine Ahnung. Wie ist das zusammengerichtet? Ne, ich hab ein Stück reingesteckt und ein Stück. Jetzt hier. Ja, das sind zwei so eine Gabel. Ist der aus? Der ist aus, ja. Das sind Redigern. Wo ist der? Die Stifte gehen hier in die Erhöhung rein. Ein Stift habe ich reingesteckt und den anderen muss ich reindrücken, damit ich den. Wie kam der da raus? Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast. Ja, schon. Wo war der Tür? Ja. Wie seit Kamera machen wir ein bisschen tiefer. Wieder. Wieder. Nochmal tiefer. Hast du? Nee, oben. Oben. Noch tiefer. Noch. Gut. Das ist ja nicht scharf. Also die Scharfstelle, wo ist das? Da geht ist nicht doch scharf. Das ist ja ein Grüßschalt wieder. Die stellt nicht scharf. Oder ist die vorne dreckig? Muss sein. Also was die Scharfstelle kenne ich ja gar nicht. Wer fährt das ab hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, die wo drin gehabt, da war das abgewesen. Kriegt er wieder raus? Wo sind die Feder jetzt, Felix? Das sind zwei so eine Gabelfedern. Die siehst du, wenn du den aufklappst, siehst du zwei Feder so eine, jetzt raus. Zwei so eine Ufung. Weiß ich nicht, das sind zwei Stifte wie beim Uhrenarmband, die du reindrücken musst. Ja, aber wie kriegst du jetzt raus? Das habe ich gerade gesagt, ich weiß es nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Immer ein Stück nach links. Ich hab. Na dir. So scharf, ja. Ich glaub so. Weil sie gegen mich kriegt. Logisch. Kannst du nicht mit klar. Nein.
Es sind die Federn nicht drin. Dadurch. Wo ist der? From your side, if you can.
Yeah.
Kosten da liegen lassen. Die wollte unbedingt mit, Herr. Ich sag, du, lag ganz kurz, mach mir das Uhr ganz kurz. Ja. Soll ich leben? Heiko, du bist ja Facebook-Streamer Lena. Ich kann auch noch jetzt. Nö, Lüfter. Nochmal. Du bist Techniker, du bist Fotograf. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier ausschalten soll. Ich guck immer noch 12 Mann zu. So. Abbauen? Ja, 12 Mann werden wir abbauen. Ja, Finish, Finish, was heißt Finish? Ab, End Broadcast?